herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Türchen. Wir spielen Distrained Deluxe Edition, ein 2D-Spiel, das uns ja hoffentlich ein wenig Horror-Feeling vermittelt. Ich bin gespannt. Das ist auch schon seit einer Weile in meinem Steam-Account tatsächlich. Ja, ich drücke einfach mal. Ich habe keine vorhandenen Speicherdaten, seid ihr doof? Aber ja, natürlich, kein Problem. Ich meine, das ist sowas wie, wie hieß denn das Spiel, was wir... Oh Gott, meine Menschlichkeit stand zum Verkauf. Ja. Ach so, und ich verkaufte sie. In dem Moment begann mein Abstieg. Dies ist meine Geschichte. Und dies sind die Dinge, die ich bedauere. Oh, das sind wir. Ich bin gerade erst angekommen. Okay. Entschuldigen Sie, ich bin auf der Suche nach Mrs. Goodwin. Sie ist nicht hier, gehen Sie weg. Diese Wohnung ist es wohl nicht. Ach ja, genau, ich habe in der Steam-Beschreibung gelesen, dass es hier irgendwie um jemanden gehen soll, also um ihn hier, der quasi einer alten Frau das Haus oder die Wohnung klauen soll. Also wer da jetzt irgendwie... Wie soll man sagen? Ich glaube, ich muss mal kurz die Lautstärke ein bisschen leiser machen. Tut mir leid, Leute. Wieder mega professionell unterwegs. Ihr wisst es ja. Aber wer da jetzt Parallelen zu unserer jetzigen Zeit in Deutschland so sieht... Nee, 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 Leute. Das ist alles Quatsch. So. Jemand zu Hause. Wer ist da? Mrs. Goodwin? Nein, sie wohnt nebenan. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Okay, das heißt, wir können die alte Frau jetzt schön prellen. Ich suche nach Mrs. Goodwin. Ist dies die richtige Adresse? Nein! Verschwinden Sie! Okay. Kick the door in! Was? Ich könnte schwören, sie wohnt hier irgendwo. Ja, ohne Zweifel. Es muss eine dieser Türen sein. Ja, die in der Mitte hat ja gesagt, es riecht nach verwesendem Fleisch. Ich denke nicht, dass dies die richtige Tür ist. Na, dann kann es ja nur diese Tür hier sein, die behauptet hat, ne? Es riecht nach Blaubeertorte. Dies muss die richtige Wohnung sein. Ich sagte Ihnen, dass sie hier nicht lebt. Madam, ich weiß, dass Sie es sind. Würden Sie mich bitte hereinlassen? Es tut mir leid. Kommen Sie bitte herein. Mhm. Mrs. Goodwin, zu Hause. Madam, ich weiß. Es tut mir leid, dass ich dies tun muss, Madam. Können Sie mir nicht etwas mehr Zeit geben? Ich kann die Schulden bezahlen. Geben Sie mir eine Woche, bitte. Ja, darum geht's nicht, Madam. Es muss in Ihre Wohnung jemand anders einziehen. Es tut mir leid. Ich hasse das, aber ich muss Ihren Besitz pfänden. Aber wo soll ich hin? Das ist... dies ist alles, was ich habe. Es tut mir leid, Madam. Entschuldigen Sie... entschuldigen Sie, ich sollte nicht so heulen. Aber es gibt so viele alte Erinnerungen hier. Oh Gott, die weint ja wirklich. Och Mensch, ich verstehe, Madam. Oh, wo sind meine Manieren? Möchten Sie vielleicht eine Tasse Tee mit ein wenig Arsen drin? Ich würde eine Tasse Kaffee nehmen, wenn möglich. Oh, natürlich. Geben Sie mir eine Sekunde, junger Mann. Ich humpel nur schnell in die Freiheit. Der Bastard kriegt mich nie. Ich könnte mich etwas umschauen, während die alte Dame so tut, als würde sie mir Kaffee kochen und eigentlich... Oh Gott, hier das Hochzeitsfoto. Ah nee, ich kann ja nur was zu Dingen sagen. Okay. Es ist ein Schaukelstuhl. Jede Großmutter hat einen... Ja, mehr kann ich hier, glaube ich, gar nicht machen. Ich kann nicht gehen, selbst wenn ich wollte. So, ich muss mich kurz mal wieder zurechtrücken. Mein Kater hatte gerade gemeint, er müsse nochmal probieren zu kuscheln. Und dann hat er sich doch hinter mich auf den Stuhl gesetzt. Deswegen so. Ein Hochzeitsfoto. Ah ja, allerdings glaube ich, dass sie jetzt Witwe ist. Oh Mann, ich sollte das nicht tun. Ja, ja, die moralischen Bedenken. Oh, was ist da los? Okay, hier passiert irgendwas. Ach Mensch, da ist sie ja wieder. Hallo. Es tut mir leid, mein Lieber. Ich fürchte, dass ich keinen Kaffee mehr habe. Ich habe ja kein Geld, wissen Sie. Kann ich Ihnen etwas anderes bringen? Nein, danke, Madam. Hören Sie, Sie müssen bis Monatsende hier raus sein. Es tut mir wirklich leid, Madam. Nun, ich habe es mir nur selbst zu schreiben. Ja nun, ich muss gehen, Madam. Passen Sie auf sich auf. Warten Sie eine Sekunde, junger Mann. Vielleicht, wenn wir nur... ach, egal, mein Lieber.
Ich muss nun wirklich gehen. Passen Sie auf sich auf. Leben Sie wohl, mein Lieber. Kriegen Sie eben das Gold nicht? Oh, take over the property of Mrs. Goodwin. Oh nein, jetzt weint sie wieder. Oh nein. Ich lasse sie jetzt besser allein in ihrem Schmerz. Ich habe gerade dieses Takeover Mrs. Goodwills Property. Auch lustig, dass die Dame Goodwill heißt, ne? Guter Wille. Ich habe gerade eine Errungenschaft dafür bekommen. Ist ja schön, dass das Game einen hier so belohnt. So, können wir die nicht einfach unter falschen Namen in der Nachbarwohnung einschleusen? Damit wäre doch das Problem gelöst. Aber gut. Nichts passiert. Strom scheint da zu sein. Seltsam. Ich möchte hier nur weg. Oh Gott, kommt jetzt der Geist der alten Dame aus der Wohnung gefahren? Ui! Ist die eine Hexe oder sowas? Das ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Ja, mein Lieber, das ist eine sehr schlechte Idee, aber hey. Ich mag schlechte Ideen. Oh Gott, warte mal. Distrange speichert deinen Fortschritt nicht automatisch. Um zu speichern, suche die Speicherpunkte auf. Okay. Okay, ich speicherte den Fortschritt. Nichts Interessantes hier, okay. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Oh. Dämonischer Todesfernseher auf Doom. Ich würde ihn ausschalten, wenn er einen Ausschalter hätte. Oh verdammt, hier ist eine Notiz. Was kommt, das geht auch wieder. Scheiß drauf. Okay. Hier geht's nicht weiter. Oh Gott, jetzt geht Resident Evil los. Oh nein, nein, nein. Hey, warte mal. Nee, nee, nee. Badezimmer. Obwohl, Badezimmer können wir ruhig durchsuchen. Das ist ja meistens ein Raum, der... Oma, oh verdammt, es friert hier drin. Das ist ja meistens ein Raum, der nicht viele Möglichkeiten hat, um zu entkommen. Okay, es friert hier drin. Das heißt, es ist kalt. Okay, okay, okay. Aber hier gibt's nichts zu untersuchen, also gehen wir mal weiter. Was zur Hölle war das? Hä? Ich habe nichts gesehen. Oder meinen die den Schrei? Also dieses... Ach so. Okay. Ach so, okay. Warte mal. Kann man dann hier noch weiter? Ach so, leer. Oh, hier müssen wir, glaube ich, akkurat zu Werke gehen. Das ist ein alter Backofen. Kann ich hier nicht reingucken? Nee. Nee, hier kann ich nicht hin. Ja, der alte Backofen, den haben wir schon entdeckt. Dann hier das alte Badezimmer. Ach hier, hier ist etwas in der Badewanne. Mal sehen. Puh, das ist kalt. So, ich habe einen Eiswürfel gefunden. Das könnte nützlich sein. So, drücke E, um den Gegenstand auszuwählen. Okay. Ist ein Gegenstand ausgewählt, wird Price versuchen, diesen bei jeder Interaktion zu verwenden. Versuche den Eiswürfel mit der Badewanne zu verwenden. Ich lege das nicht dorthin zurück. Möchtest du suchen oder Objekte und Umgebung untersuchen, öffne dein Inventar und wähle ein leeres Gegenstandsfeld. Okay. Okay, ich brauche keinen anderen Eiswürfel. Oh, warte mal, Toilette. Hm, ich muss nicht pinkeln. Kann ich den Eiswürfel... Ja, warum? Weiß ich doch nicht. Aber dann können wir den Eiswürfel vielleicht in den Backofen packen. Ich frage mich, ob im Eiswürfel etwas drin ist. Ich lege ihn in den Backofen und nun warten wir. Na, hoffentlich der Schlüssel. Ansonsten, ja. Ich wusste es. Ich muss den Schlüssel, was, nicht neu schmieden. Okay, schade. Damit können wir jetzt wahrscheinlich dann die Tür hier vorne aufmachen. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Yay! Okay. Schon wieder das Geräusch. Ja, das sind die Dämonen der Finsternis, die dich töten wollen. Die kommen jetzt und dann machen die dich aber richtig platt. Warte mal, wir gehen mal hier nochmal. Ich wusste es. Ah. Ich wusste das hier... Weil durch diesen Dialog, dass da irgendwas abgeklemmt wird. Warte mal, was ist das hier? Das Fenster ist verbarrikadiert. Ja, ist ja richtig schön. So, The Shining, Frankenstein, Dracula. Hier sind eine Menge Horrorbücher. Die Leute haben halt Geschmack. So, Wohnung 213, Raum 2.
Aktienmärkte, Ökonomie, Handel. Hier sind viele Bücher über Geld. Okay, Geld, Horror und alles weitere. Ach, wie schön. Leer. Achso, da ist ein Schreibtisch. Okay. Hier ist etwas. Der Finder darf es behalten. Du hast ein Horrorbuch gefunden. Muss ich das vielleicht in das Regal oben packen? So viele Bücher über Geld. Ich glaube nicht, dass das der richtige Platz für das Buch ist. Wir packen das mal hier oben in das Regal rein. Dieses Bücherregal ist voller Horrorbücher. Ich platziere das Buch hier. Huch, was war das? Ein anderes Buch sprang heraus. Ich glaube, ich weiß, wo das hingehört. Ja, was ist es denn für ein Buch? Finanzbuch. Okay. Oh nein, Leute, jetzt ist das Licht ausgegangen. Oh nein. Ja. Das Finanzbuch haben wir platziert. Ach du Scheiße. Okay. Was ist denn das hier? Leer. Ach so. Okay, ich dachte gerade, wir können dieses Ding an der Wand da ansprechen, aber ist dementsprechend nicht so. Okay, wir haben schon mal einen. Wir tauschen irgendwas aus, Rätsel. Das ist leer und hier geht's nicht weiter. Okay. Ja, dann bleibt ja nur durch diese Tür zu gehen. Raum 3. Sohn! Gut, dich zu sehen. Gut, dich zu sehen. Gut, dich zu sehen. McDade, Bruton und Moore? Wir haben schon gehört, dass du den alten Furz rausgeworfen hast. Gute Arbeit, Sohn. Ich hoffe, ihr hört mich. Die Mucke ist echt laut. Du hast deinen ersten Test bestanden. Freut mich zu hören, Sirs. Mrs. Goodwin schien allerdings eine nette alte... Unsinn! 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 Ich, sorry, Leute, ich mache jetzt hier keine anderen Stimmen. Das ist mir zu anstrengend. Es gibt kein Unrecht im Gesetz. Du hast das Richtige getan, Sohn. Sind das deine Chefs? Bald bist du einer von uns! Einer von uns! Einer von uns! McDade, Bruton, Moore und Price. Hört sich gut für mich an. Gut an für mich. Danke, Sirs. Bist du bereit, echtes Geld zu machen? Geld! Geld! Ich denke, das bin ich. Du musst dich nur noch um zwei Namen kümmern. Pfände ihren Besitz im Namen des Gesetzes! Im Namen des Gesetzes! Im Namen des Gesetzes. So. Du wirst, warte mal. Und du wirst Partner bei uns werde. Und du wirst der Partner bei uns werde. Nein, Partner bei uns werden heißt das. Ich mach es. Das ist der Geist, Sohn. Nun geh jetzt. Okay, cool. Danke fürs Vertrauen. Und überhaupt, ich möchte meiner Familie danken, die ich offensichtlich nicht habe, weil ich gerade meine Seele verkaufe und die auch nicht mehr dazu stehen können. Aber danke, ihr Lieben. Ich fühlte Freude und Trauer. Bald würde ich meine Partnerschaft haben, aber zum Preis meiner Menschlichkeit. War es das wert? Das weiß niemand. Okay, ich speicherte den Fortschritt. Achso, das ist ein Speicherding. Okay, ich muss mir das merken, ne? Speicherpunkte sind so neon, komisch. Naja. Huch, wie kommt das dorthin? Da, hier ist eine andere Notiz. Das ist ein Elefant im Raum. Ich kenne diesen Spruch. Die Schulden! Oh nein, die Gier! Und die Schuld! Erniedrigung! Oh nein! Erniedrigung! Kriegt der mich jetzt? Ich renne doch gerade schon wie nichts. Ihr kriegt mich bitte nicht, Herr Elefant. Der hat mich jetzt gekriegt. Okay. Ah, es tut mir leid. Es riss mich mit. Das ist nicht genau das, was passierte. Als ich den Elefant sah, rannte ich. Ich rannte, als wenn es keinen Morgen gäbe. Heißt das, ich muss das jetzt nochmal machen? Okay. Huch, wie kommt das dorthin? Hier ist eine andere Notiz. Das ist ein Elefant im Raum. Ich kenne diesen Spruch. Okay. Ja, na dann. Habsucht. Ja, aber das ist doch jetzt wieder das Gleiche.
Hä? Ach so, okay. Price ist zu Hause, Schlafzimmer. Es ist schon morgen. Was für ein Tag das war. Ich fühle mich immer noch schrecklich wegen Mrs. Goodwin. Nun ja, ich brauche etwas Kaffee, um munter zu werden. Ja, Kaffee hat die arme Dame auch nicht, also brauchst du den auch nicht, ja, mit deinem hübschen Pyjama. Alle Arten von seltsamen Kram hier drin. Würdet ihr das Zeug, was ihr zu Hause bei euch in der Wohnung habt, auch als seltsamen Kram bezeichnen? Ich weiß ja nicht. Das Dach ist kaputt. Ich bin froh, dass es heute nicht regnet. Lausige Wohnung. Ich brauche erst den Kaffee. Anziehen kann ich mich später. Okay, erkennt man die Suchtis, ja. Speichern. Yes. Okay, dann machen wir ihm erstmal einen Kaffee. Hier steht doch schon die Kaffeemaschine. Okay, ich benötige etwas Wasser für den Kaffee. Ich nehme die Kaffeekanne zum Wasser holen. Wo ist das Wasser? Nicht mehr lange und ich ziehe aus diesem Loch aus. Ja gut, wir führen jetzt nicht das schönste Leben. Oder besser gesagt, wir haben jetzt auch nicht die stabilste Wohnung. Können wir das aus dem... Der nimmt das jetzt ernsthaft aus dem Klo? Ach nein, er hat ja immer noch seine Würde, ja. Warte mal, try taking water for the coffee from the toilet. Mhm. Vielleicht gibt es hier etwas Wasser. Ah, ich will Kaffee. Und es hat angefangen zu regnen. Im Ernst, ich schwöre, das ist einer dieser Morgen. Hat das jetzt funktioniert? Nee, das Wasser ist aus. Okay, nee, die Würde hat er immer noch übrig. Und die Dusche, die da angedeutet wird, die können wir nicht benutzen. Aber wenn es regnet, dann haben wir doch unsere Wasserauffangstation im Schlafzimmer, oder nicht? Bin mir nicht sicher, wie hygienisch das ist, aber ein Mann braucht seinen Kaffee. So, nun habe ich etwas Wasser. Coffee, please. Find water to make coffee. Nächste Errungenschaft. Yay, ich mag Errungenschaften. Und wir speichern nochmal. Naja, Regenwasser, wenn es einfach so gefangen wurde, ohne dass es irgendwo abläuft oder so, ist ja eigentlich, kannst ja trinken. Ist ja kein Problem, ne? Okay, ein wenig in die Röhre glotzen, während der Kaffee kocht. Hey, wo hast denn du hier eine Röhre zum Glotzen? Das hier? Ja, wo ist denn hier? Hä? Achso, hier. Ach ja, es ist Gewitter. Ich sollte es lieber nicht riskieren. Ach, die guten alten Zeiten. Kennt ihr das noch, Leute? Ich könnte mich auch einfach mal schon mal umziehen. Nee, ich kann hier nicht raus. Was war das? Ich denke, es kam aus dem Bad. Dann gehen wir doch mal im Bad gucken. So, ist hier was? Nichts ist hier. Muss meine Einbildung sein. Der Kaffee sollte nun fertig sein, okay? Der Kaffee ist weg. Nein, Moment, hey. Was soll denn die Scheiße? Hahaha, du hast recht, meine Liebe. Wie verrückt der Tag doch war. Oh, schau, mein Lieber, es ist unser kleiner Junge. Ich kann sehen, Schatz. Es macht doch nichts, wenn wir uns Kaffee genommen haben. Allerdings schmeckt er etwas seltsam. Nein, nein, überhaupt nicht. Sind das unsere Eltern oder was? Bist du in Ordnung, Liebling? Du siehst so blass aus. Ich finde eher, wieso sieht unsere Mutter links aus, als hätte sie einen Schnurrbart, wenn das unsere Eltern sind? Solltest du nicht, du weißt schon, tot sein? Oh, natürlich sind wir tot. Verrückt, so etwas zu sagen. Aber auch wenn wir lange Zeit tot sind, macht es dich noch verrückt, unsere Worte der Weisheit zu hören? Ich denke nicht. Und genau deswegen sind wir hier. So höre uns an und lass dein Gewissen sprechen. Hört sich vernünftig an. Achso, das sind quasi Bilder seiner Vernunft und seines Gewissens, die ihm jetzt quasi den, ja, wie sagt man, den wahren Weg, den wahren Pfad der Tugend vorführen wollen. Wir hörten einige, nun, unschöne Dinge über dich, Liebling. Das ist richtig. Wir machen uns Sorgen, ich und dein Vater. Wirst du gierig, Sohn? Es ist noch nicht zu spät für eine Änderung. Schau, ich bin nicht stolz auf einige Dinge, die ich getan habe. Aber seht euch meine Wohnung an! Ich möchte erfolgreich sein in meinem Leben. Wir verstehen, Sohn. Aber auf Kosten anderer Leute? Denk drüber nach, Sohn. Du bist besser als das. Ich weiß nicht. Ich habe hart dafür gearbeitet. Hat er gerade was geklopft? Ich suche nach Mrs. Goodwin. Sie ist die richtige Adresse? Hä? Was zur Hölle passiert hier? Hallo? Mrs. Goodwin? Bleib ruhig. Es ist nur mein Verstand, der mir übel mitspielt. Ja, das muss es sein. Okay, ich ziehe mich besser an. Ja, dann ziehen wir uns mal schnell an.
Es war sehr hart gestern, aber ich entschied mich weiterzumachen. Aber ich muss doch immer an Mrs. Goodwin denken. Wie auch immer, Mr. Taylor war der Nächste auf meiner Liste. Er lebte in einem Wald als Einsiedler. Er hatte keine Schulden, aber die Stadt wollte sein Grundstück. Sie bauen einen Autobahn dort. Sie bauen eine Autobahn dort. Ich fuhr zu ihm, um seinen Besitz zu beschlagnahmen. Ja, gehen wir zu Mr. Taylor, ne? Die nächste arme Sau. Kein Zutritt für Unbefugte. Okay. Können wir den Dreckspilz da mitnehmen und ihm als Gastgeschenk so darreichen? Seine Hütte sollte hier irgendwo sein. Ist das da seine Hütte? Okay. Ba-ba-da-ba, ba-ba-da, ba-ba-da-ba. Ba-ba-da-ba-ba. Ah, hier ist es. Juhuhu. Ba-ba-da-da-ba-da-da-ba-da-da. Was sagst denn du dazu? Es ist ein Stapel mit Feuerholz. Achso, ich dachte, wir können hier so ein bisschen ins Fenster spannen, bevor wir da hingehen. Hier ist Price. Ich suche nach Mr. Taylor. Hallo? Entweder er ist nicht zu Hause oder er ignoriert mich. Ich muss mit ihm reden. Also dich würde ich ehrlich gesagt auch ignorieren, wenn du da ankommst wie so ein Opfer. Ich weiß nicht. Ist das hier die Latrine? Verschlossen. Okay. Ja, lauf, 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 lauf. Oh. Da ist er ja. Hallo. Sie müssen Mr. Taylor sein. Das bin ich. Mein Name ist Price. Nett, Ihre Bekanntschaft zu machen. Hören Sie auf damit und lassen Sie mich Ihre Drohungen hören. Ich weiß, warum Sie hier sind. Drohungen? Nein, nein. Wie wäre es mit Argumenten? Sehen Sie, die Stadt möchte hier eine Autobahn bauen. Das ist übrigens falsch, denn die Stadt möchte hier einen Autobahn bauen. Ja, immer richtig bleiben. Das würde viele neue Leute und Touristen in die Stadt bringen. Und auch viel Geld, oder sehe ich das falsch? Nun... Das ist genau das Problem mit Leuten wie euch. Geld ist euer König. Wo ist ihr Mitgefühl? Dies ist mein Zuhause. Sir, es war ein sehr langer Tag heute. Ach, jetzt erzählt er dem Typen quasi, heult er jetzt vor, dem er gerade das Haus klauen will und seine Existenz, dass es für ihn selber ein langer Tag war und dass der andere Mensch, dem er jetzt das Haus klauen will, ein bisschen Rücksicht auf ihn nehmen soll. Ja. Es ist schon alles vorbereitet und vergessen Sie nicht, Sie werden großzügig entschädigt. Auch wenn Sie sich weigern, müssen wir Ihren Besitz enteignen. Oh Leute, das kennen wir doch auch irgendwoher. Ich denke, dass mir keine Wahl bleibt, als mich zu beugen. Hier, Sie haben mich. Ich hoffe, Sie sind nun glücklich. Es tut mir leid, Sir. Sorry, Junge. Ich weiß, Sie machen nur Ihre Arbeit. Sir, wenn es etwas gibt, das ich für Sie tun kann. Da gibt es etwas. Es wird kühl hier draußen. Lassen Sie uns in meine Hütte gehen und weiterreden. Drehen Sie sich bitte in meiner Hütte dann auch mit dem Gesicht zur Wand, während ich meine scharfe, gute alte Spaltaxt aus dem Schrank hole. Naja. Hier, nehmen Sie diesen Schlüssel, ich folge Ihnen in Kürze. Oh, und wenn Sie schon da sind, können Sie Feuer am Kamin machen. Weil man muss ja Ihre Leiche dann auch verfeuern, ne? Nützt ja nichts. Muss ja gleich alles entsorgt werden, auch das ganze Blut und überhaupt. Aha. Der Schlüssel passt dort nicht. Das ist die Hütte. Ich würde das nie im Leben machen. Nur Asche hier. Ich muss Feuer machen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich Feuerholz holen. Ne? Oh, hier ist noch eine Tür. Okay, ist die Küche. Warte mal, wir gehen erstmal noch hier hin. Hä, wie groß ist das Ding? Oder obwohl, nee, Moment. Wir wollen ja Feuer machen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal kurz raus vor die Türe. Holen Feuerholz. Hier ist ein Stapel mit Feuerholz. Ich nehme etwas. Aha. So, machen wir hier drin. Ich muss Feuer machen, ja. Und wie mache ich das jetzt? Haben wir ein Feuerzeug dabei? Okay, was gibt's denn hier? Hier ist etwas. Streichhölzer, perfekt. Huch. Küche. Oh, was ist das? Das ist eine fürchterliche Idee. Nee, Moment, das will ich ja nicht. So, leere.
Hundefutter und Wasserschüsseln. Nichts Interessantes. Wo ist denn der Doggo dazu? Wo ist denn der Wow-Wow? Oh, Badezimmer. Yes. Das ist eine Badewanne. Von ihr geht ein strenger Geruch aus. Ja, weil da wahrscheinlich noch die alte Leiche verwest. Aber du kommst ja jetzt. Das heißt, wird dann ein bisschen leer geräumt. Okay. Okay. Ah, endlich. Verdammt, das Feuerholz ist feucht. Ich brauche etwas, um es leichter anzuzünden. Etwas Papier vielleicht? Okay. Wir brauchen ein bisschen Zundermaterial. Schlafzimmer. Okay, dann fummeln wir jetzt in seinem Schlafzimmer rum. Es ist ein Hundebett. Es riecht seltsam, ekelhaft. Ein Papierkorb, voll mit Papieren. Ich glaube nicht, dass er sie benötigt. Ich werde diese Papiere zum Anzünden nehmen. Okay. Warte mal. So, leer. Kreuzworträtsel, Suchworte. Er mag wohl was? Er mag wohl Rätseleien. Ich wollte gerade sagen, ich war mir nicht sicher, ob ich das richtig gelesen habe, aber ja, Rätseleien. Oh, ich hatte jetzt vor kurzem auch so eine ganz schlimme Kreuzworträtsel-Phase. Okay. Ich werde diese Papiere zum Anzünden nehmen. Das sollte klappen. Ah, siehe, was ich erschuf. Ich machte Feuer. Da ist er ja. Create a Fire, Errungenschaft. The Fire Maker. Ah, ich sehe, Sie haben Feuer gemacht. Ich danke Ihnen. Gern geschehen. Es ist so dunkel hier. Ja, es gibt keinen Strom hier. Aber zurück zum Thema. Wissen Sie, mein Hund ist verschwunden. Und Sie wollen, dass ich ihn finde? Sie. Es war ein wirklich rätselhaftes Verschwinden. Wie das? Nun, sie war noch hier, als ich abends zu Bett ging. Und soweit ich weiß, kann sie keine Türen öffnen. Und trotzdem war sie gegen morgen verschwunden. Hm, dann muss sie drinnen sein. Das dachte ich auch, aber ich kann sie nirgendwo finden. Wenn sie sie finden, würde ich alle Dokumente unterschreiben. Wir haben einen Deal, Sir. Ich beginne mit meinen Nachforschungen. Viel Glück, Junge. So. So, was ist denn das hier überhaupt für eine eklige Tür? Verschlossen, okay. Heißt das, ich suche jetzt ernsthaft in der Hütte selber nach dem Hund. Nach dem Doggo. Okay, im Bad ist nichts. Das hatten wir ja schon. Was ist denn überhaupt hier drüben? Nee, da geht's nicht nochmal weiter, aber hier geht's rein. Ach so, hier sind wir wieder im Wohnzimmer. Und jetzt muss ich ja quasi den Hund suchen. Kann der nicht auch einfach irgendwo im Bett sein? Warte mal, irgendwo ging es doch hier zur Küche, oder? War das nicht irgendwie Küche? Ja, aber hier war auch nichts, ne? Ja, und hier ist wieder Wohnzimmer. Ja, da bin ich irritiert. Wo haben Sie sie zuletzt gesehen? Im Schlafzimmer. Sie schläft im gleichen Raum wie ich. Okay, danke. Warte mal, Schlafzimmer war hier hinten, oder? Nee, Küche. Badezimmer. Wer war es hier lang? Ach nee, dann hier lang. Ist das bei Hunden eigentlich auch so, dass die nicht gerne da fressen, wo sie auch schlafen? Also bei Katzen ist das ja zumindest so. Also, nee, Quatsch, nicht da fressen, wo sie schlafen. Nein, das sowieso, aber weil ich gerade gelesen habe, Nahrung und Wasser. Also bei Katzen ist es tatsächlich so, und es funktioniert bei meinen mittlerweile richtig gut. Man darf halt das Wasser nicht dorthin stellen, wo man das Futter hinstellt. Weil Katzen sind sehr trinkfaule Wesen und auch so ziemlich träge. Aber wenn man das Wasser halt ganz woanders hinstellt, dann gehen die da schon hin. So, okay. Dieses Hundebett riecht nach Pisse und Seife. Könnte wichtig sein. Ich frage Mr. Taylor danach. Ja, vielleicht hat er das sauber gemacht.
Oder vielleicht sucht er oder schleift er gerade schon mal die Werkzeuge. Wie gesagt, die gute alte Spaltaxt, um dir da... Ne? Ich bemerkte, dass das Hundebett riecht irgendwie komisch. Ja, wir hatten einen kleinen Unfall mit einem Stinktier gestern. Auch der Geruch. Ich schrubbte sie gut eine Stunde, um den Geruch loszuwerden. Viel Wasser und eine Menge Shampoo. Das erklärt den Geruch. Ich bin sicher, das hilft. Ich schaue es mir an. Ach, deswegen stinkt es wahrscheinlich im Badezimmer so eklig, oder? Nee? Ah, nee, ist nur das... Okay, müssen wir jetzt ernsthaft einen Hund finden, ja? Was ist denn hier überhaupt? Hundefutter und Wasser... Genau, so. Deswegen ist das bei Hunden auch so, weiß das jemand? So, wir speichern das mal. Aber hier... Hier hat er wohl seinen Hund gewaschen. Es stinkt immer noch. Okay, lass mich nachdenken. Wenn der Hund schon so fies gestunken hat, wie würde er jetzt wohl riechen? Ich denke, ich könnte ihrem Geruch folgen. Ernsthaft? Sind wir jetzt selber so ein Spürhund? Wahrscheinlich... Oh, hallo! Okay, da war gerade unten Vieh. Oh, wir müssen hier rein. Ha! Da ist ein Loch in der Tür. Der Hund muss hier durch sein. Der Hund hat einen die Tür hat ein Kombinationsschloss. Ich kann ihr nicht folgen. Ich spreche mit Mr. Taylor. Dem alten Haudegen. Ach nee, Moment. Hier lang. So richtig habe ich die, das Gebäude noch nicht verstanden. Da ist eine verschlossene Tür im Flur. Wohin führt sie? Warum? Nun, da ist ein Loch in der Tür. Ich glaube, dass der Hund da durch ist. Hm, das würde Sinn machen. Da ist ein alter Keller hinter der Tür. Ich habe ihn seit Jahren nicht genutzt. Ich kann nachschauen, aber ich brauche die Kombination. Oh ja, wie war das noch? Es ist so lange her, wissen Sie? Ich fürchte, ich habe die Kombination vergessen. Aber ich bin kein Trottel und ich habe sie noch anderweitig notiert. Das ist großartig. Wo kann ich sie finden? Ich liebe alle Arten von Rätsel. Ich glaube, Sie haben die Kombination in einem der Rätsel... Ich habe die Kombination in einem der Rätsel versteckt. Wenn ich mich recht erinnere. Das Wort, welches Sie benötigen, lautet Tree. Ja, das ist das Wort. Okay, ich schaue mal nach. Hey Junge, danke für die Mühen, die Sie sich machen. Machen Sie sich keine Sorgen darüber. Hat er mir jetzt die Lösung schon genannt oder ist das, Ach doch, warte mal, hier waren die Rätsel, ne? Tree. So, Tree habe ich gefunden. Die 5. C5, D6, E7 und F8. Aber was soll ich jetzt damit anfangen? Ist das irgendwie... Weiß nicht. C5, D6, E7, F8. Und was... Was mache ich jetzt damit? Also, ich weiß gerade nicht, was ich... Also... Ach so, okay, das hat funktioniert. Ich wollte gerade sagen, als ob das klappt. Aber es hat geklappt. Na, gehen wir erstmal nicht hinterher. Wir gehen erstmal den... Okay, hier komme ich nicht weiter, oder was? Okay. Gehen wir erstmal doch hier hinterher. Es ist eine Waschmaschine. Funktioniert nicht, es gibt keinen Strom. Okay, das ist so ein Übergangsweg, weil ich hier nicht langkomme, oder wie? Was ist das? Es ist ein alter Kompressor. Mal sehen, ob noch etwas Saft drin ist. Nichts passiert. Okay. Und ich kann speichern, das finde ich sehr schön. Wo ist jetzt der Hund? Moment, was ist denn hier? Ach so, nee, hier komme ich nur wieder in den Keller. Wieder ist ein Keller und dann gibt es hier offensichtlich eine Treppe, die wieder nach oben führt und dann sind wir wieder im ganz normalen Haus, oder was? Hammer, Säge, Schraubenschlüssel, Nägel. Huch, was ist das? Keine Frage, das Benzin wird noch nützlich sein. Okay. Hier ist ein Loch in der Wand und im Boden. Der Hund ist hier durch, kein Zweifel. Kriege ich jetzt hinterher, oder was? Das wollte ich doch aber gar nicht. Ich wollte mich doch nur umsehen. Nicht so vorschnell, ja?
Ich habe die Tür aufgeschaut. Was ist das für eine Tür? Ach so, okay. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe. Hat er den Hund am Anfang im Lagerfeuer da irgendwie verbrannt? Und uns wird hier nur erzählt, ja, ja, such mal meinen Hund. Such mal meinen Hund. Oh. Mist, ich hoffe, dass es nicht ihr Blut ist. Och nein, der arme Doggo. Och nö. Hier, Mädchen. Ich habe nicht den Mut, näher ranzugehen. Okay, also auf jeden Fall macht der Hund gerade... Was ist das, ein Fuchs? Ein Fuchsplatz. Schön, dass wir das besprochen haben. Ich gehe mal wieder zurück. Ist das ein Beagle, der Hund? Naja, ich gehe mal zu ihrem Besitzer und verkünde quasi die frohe Botschaft, dass der Köter eine kleine Mordmaschine ist. Ne? Das hört ja jeder gerne so. Guck mal, den Hund, ne? Ich weiß, Familienhund. Super in Schuss, aber ja, der zerfetzt auch gerne mal andere Lebewesen. Läuft bei dem. So, jetzt gehen wir ganz schnell hier rüber. Ja, sneaky Abkürzung. Und jetzt konfrontieren wir ihn. Aber nur von hier. Ich rede mit ihm, sobald ich seinen Hund gefunden habe. Hä? Ich habe doch aber seinen Hund gefunden. Hä? Oder ist das, was ich als den Hund identifiziert habe, eigentlich ein Bär? Und jetzt ist der Hund platt? Oder ich habe keine Ahnung. Das irritiert mich jetzt auf so vielen Wegen. Was habe ich denn da überhaupt gefunden? Benzinkanister. Okay, Blut zu verbrennen bringt halt nichts. Okay. Komm, Mädchen, schnupper mal dieses süße Benzin. Nein? Ich muss irgendwie ihr Vertrauen gewinnen. Try to offer the dog some gasoline. Ja, ich bin halt perfekt. Ne? Also ich muss ihr irgendwas quasi anbieten, was sie mehr zerfleischen will als diesen Fuchs. Warum kann ich da jetzt nicht einfach den Besitzer informieren darüber, dass sein Hund gerade da hinten ist und ein Fuchs oder was auch immer zerfleischt. Wieso muss ich denn da jetzt nochmal zurückgehen und irgendetwas suchen, was dem Hund gefällt? Ja gut, ich könnte jetzt sein Hundefutter holen. Das könnte ich tun. Wir probieren das einfach mal. So, das war ja in der Küche. Ist die Küche hier? Nee, Flur. Warte mal, wo war denn jetzt Küche? War Küche hier das Ende? Ich glaube, Küche war das Ende. Ja. Gut, gut, gut. Hundefutter und Wasserschüssel und wieder läuft dieses Vieh draußen rum. Ja, aber ich brauche ja irgendwas. Also, speichern nochmal. Badewanne, strenger Geruch. Auch was, womit ich ihr Vertrauen gewinne, ist mir doch scheißegal. Vor allem, ich rede mit ihm, sobald ich seinen Hund gefunden habe. Ich habe doch seinen Hund gefunden. Also, der ist ja da. So, ich gehe nochmal kurz hier in den Schuppen. Vielleicht haben wir im Keller selber irgendwas übersehen. Achso. Okay, warte mal, der alte Kompressor, den können wir doch bestimmt mit dem Benzin. Befülle den Kompressor mit dem Benzin. Okay, rein damit. Schau dir das. Er ist schon an. Okay.
haben wir hier ein bisschen Licht gemacht. Können wir jetzt was waschen? Der Strom ist nun an. Mal sehen. Scheiße, da ist irgendein Moment irgendwas drin. Puh, ist es dein Handschuh? Ich hatte für einen Moment Angst. Na, wenn der Handschuh nach seinem Besitzer riecht, dann können wir das vielleicht benutzen. Das Spiel ist ziemlich linear, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es funktioniert mit dem Handschuh, wenn der nach seinem Besitzer riecht, dass man dann sagen kann, hier, Brutus, Fass. Ach ne, Moment, es ist ja eine Sie. Was ist denn da immer dieser gleiche komische Jumpscare? Also die Jumpscares, in Anführungsstrichen hier, die lassen wir jetzt mal ganz unkommentiert. So. Fine! Oder weiß nicht, weil, nicht Waldi, sondern Waldine. Hier, Mädchen, Schnupper. Das ist es, komm her. Will die mich jetzt auch töten? Wer ist ein gutes Mädchen? Wuff! Dein Herrchen macht sich Sorgen um dich. Du solltest heimlaufen. Gutes Mädchen. Okay, zurück zur Hütte. Oder auch nicht. Schade, kann ich mir jetzt nicht den Fuchs angucken? Eine Frechheit. Blut von einem Fuchs, glaube ich. Ach ja. Okay, gut. Naja, ich hoffe, der Hund kam wohl behütet heim. Ich wollte gerade sagen, es wäre so lustig, wenn der Hund jetzt den Mann zerfleischen würde. Sie haben sie gefunden, danke. Ich habe die Dokumente unterschrieben. Sie finden sie drin. Ich werde sofort gehen. Ist einfacher so. Leben Sie wohl, Sir. Achso, und der Hund hat den toten Fuchs noch mitgebracht. Okay, ich hole besser die Dokumente. The second distraint. Take over the property of Mr. Taylor. Distraint oder distraint? Ach, schön. Kommen wieder die alten. Sohn! Gut, dich zu sehen! McDade, Bruton and Moore. Den Job hast du gut gemacht. Gut gemacht! Gut gemacht. Allerdings wirst du weich. Weich! Weich! Du hast ihm einen Gefallen getan. Hast seinen nutzlosen Köter gesucht. Er schien ein Unsinn. Unsinn! Unsinn! Du hättest ihn in den nutzlosen Arsch treten sollen. Nutzloser Arsch! Nächstes Mal musst du streng bleiben. Streng! Streng! Sind das hier so... Bin ich so Ebenezer Scrooge und die Marlies besuchen mich jetzt oder was? Ich verstehe. Tust du? Du willst doch nicht, dass wir deine Wahl bedauern. Nein, Sirs. Das ist der Geist. Danke für diese Chance, Sirs. Das erinnert mich an etwas von großer Wichtigkeit. Wichtigkeit! Oh Gott, Leute. Das wäre... Wir wollen dich tanzen sehen, Sohn. Tanze jetzt, Sohn. Ja, Sir. Tanze. Oh, guck mal, wie schön er mit der Hüften kreist. Ja, das ist unser Junge. Oh Gott. Yeah. Noch schneller. Jetzt die Samba-Rhythmik. Checka, checka, checka. Auch dieses langsame, sehr peinliche Ausblenden der Szene. Ja, warum auch nicht, ne? Das ist der Speicherpunkt, vor dem musst du keine Angst haben. Wir speichern. Juhu. Aber wir sind schon wieder in unserem wunderschönen, unwiderstehlichen Pyjama angelangt. Also ich laufe jetzt hier einfach mal... Ach so, okay, cool. Und wir haben schon wieder Albträume anscheinend. Weil wir so ein schlechter Mensch sind und den Leuten ihre Behausung stehlen. Oh, ist das Mrs. Goodwill? Die hat sich aber gut gehalten. Na
Ah, wir können wieder in die Tür. Hallo! Oh nein, weint sie jetzt wieder? Also die da hinten weint. Ja, kick mal einer an hier. Ah, okay, ich muss zu der da hinten vordringen. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass ich die Ebenen wechsle. Och Mensch, Mrs. Goodwill, jetzt sehen Sie es doch nicht so enge. Die arme Frau. Jetzt. Ich bin gefallen und konnte nicht aufstehen. Heißt das jetzt, sie ist tot? Telefon! Gib doch mal einer ran! Telefon! Ja? Ach so! Oh, ich kann steuern. Ja? Ist dort Mr. Price am Telefon? Ja. Mein Name ist Stuart. Es tut mir leid, Sie zu so später Stunde zu stören. Was ist denn los? Es geht um Mrs. Goodwin. Ich weiß, Sie sind kein Verwandter, aber Sie hatten niemanden weiter. Die letzten Papiere, die wir auf dem Tisch fanden, da stand Ihr Name mit drauf. Also... So, sie bat mich, Sie anzurufen. Sie hatte einen Herzanfall gestern. Oh, wie geht es ihr? Nun, in Anbetracht der Heftigkeit des Anfalls geht es ihr gut. Aber seelisch geht es ihr schlecht. Und wenn der Geist versagt, wird der Körper folgen. Tut mir leid, das zu hören. Ja. Entschuldigen Sie, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich verstehe, aber sie fragte speziell nach Ihnen, Mr. Price. Könnten Sie es sich überlegen und hierher kommen, in unser Heim? Ich bin mir sicher, es würde ihr viel bedeuten. Ja, ich komme gern, als jemand, der überhaupt nicht der Dame nahe steht oder sonstiges. Danke, Mr. Price. Ich überbringe ihr die Nachricht. Ich bin mir sicher, sie wird sehr erfreut sein. Danke, Mr. Stewart, den ich gar nicht kenne, erst seit 5 Minuten und der mich hier anruft, während ich hier im Pyjama stehe und telefoniere. Und es geht um eine Frau, die ich aus ihrer eigenen Wohnung rauskatapultiert habe, weil mein Job es verlangt und weil 3 komische Geister der Vergangenheit mir ständig erscheinen und mir sagen, ja, du musst jetzt hier, du bist unser Partner, hahaha. Und dann habe ich noch meine Eltern gesehen und, na, überhaupt. Aber ansonsten alles cool, ich gehe da hin, ne? Price ist zu Hause, Schlafzimmer, huh, was für ein Albtraum. Ah, scheiße. Ich muss gähnen, Leute, ich muss gähnen, ey. Ich bin irgendwie immer müde. So, ich frage mich, wie es Mrs. Goodwin wohl geht. Vielleicht sollte ich sie besuchen, um meiner selbst willen. Ne, vielleicht solltest du das auch einfach lassen, Mr. Price, ja? Alle Arten von seltsamen... Achso, das hatten wir ja schon. Ach ja, jetzt brauche er wieder seinen Kaffee. Oh, aber was machen wir denn jetzt, wenn es nicht regnet? Verdammte Scheiße. So, er speichert seinen Fortschritt. Ah, meine neue Kaffeemaschine, Deluxe 2000. Mäuschen, kurzer Tipp von mir. Die Maschine wird dir nicht helfen, wenn du einfach kein Wasser hast. Achso, das Drücken eines Knopfes genügt. Kein Wasser mehr aus seltsamen Ecken holen. Achso, und woher nimmt die Maschine das Wasser? Naja, Luxus, wie man es auch nennt. Nun, ich muss geduldig sein. Okay, wo ist mein Telefon? Ach, da. Hallo, hier ist Price. Mr. Price, hier ist Stuart. Ich rufe aus dem Pflegeheim an. Im Auftrag von Mrs. Goodwin. Ist alles in Ordnung? Sie hatte einen Herzanfall. Aber es geht ihr relativ gut. Aha. Lassen Sie mich raten. Sie möchte, dass ich sie besuche. Beeindruckend, Mr. Price. In der Tat. Es würde ihr viel bedeuten. Würden Sie es sich bitte überlegen? Ja, natürlich. Ich komme sie besuchen. Vielen Dank, Mr. Price. Ich sage es ihr. Danke, dass Sie mich angerufen haben. Ich war endlich in der Lage, ein Telefon zu kaufen. Dank meines letzten Gigs. Und jetzt klingelt die Scheiße aber auch. Meine Träume von Schuld werden wahr.
Ja, dann speichern wir mal. Ach nö, jetzt sind wir der schnurrbärtige Mann, der sich deine Mutter schimpft und dein Vater da. Haha, du hast recht, meine Liebe. Den Tag werde ich nie vergessen. Oh, schau, mein Lieber, es ist unser kleiner Junge. Ich kann sehen, Schatz. Es macht auch nichts, wenn wir uns Kaffee genommen haben. Der Kaffee schmeckt dieses Mal großartig. Überhaupt nicht. Nun, da du hier bist, wirst du mir wohl etwas Wichtiges sagen wollen. Das ist richtig, Sohn. Scheinbar jagst du noch immer den Reichtümer nach, auf Kosten der anderen. Was dein Vater versucht dir zu sagen ist, dass du dich selbst dabei verrätst. Ich denke, ich weiß, was du meinst, aber ich kann damit jetzt nicht aufhören. Ich bin so nah am Erfolg. Was ist mit Mrs. Goodwin? Wir hörten, es geht hier nicht gut. Denkst du nicht, sie würde lieber in ihrem Zuhause sein? Ich weiß, ich fühle mich schrecklich wegen ihr. Vielleicht würdest du verstehen, wenn du die Konsequenzen deiner Handlungen sehen würdest. Du solltest gehen und sehen, wie es Mrs. Goodwin ergeht. Hey, du musst nicht so drängen. Nein, Sohn, tue ich auch nicht. Wir denken nur, was wohl das Beste für dich ist. Sorry, ich weiß das. Siehst du, du kannst sehr mitfühlend sein, Liebling. Ist jemand zu Hause? Ich suche nach Mr. Price. Oh Mann, ich verliere meinen Verstand. Okay, konzentrier dich. Trink deinen Kaffee und zieh dich an. Ich muss einen klaren Kopf behalten. Herbert hat sogar geklopft. Und erstmal speichern, ist wichtig. So. Hallo? Achso, er hat gar keiner geklopft. Na gut, dann werden wir erstmal unseren Kaffee trinken. Schlurf, schlurf. Verdammt guter Kaffee. Yes! Okay, ich ziehe mich an und gehe dann los. Was ist denn hier nochmal? Achso, ja stimmt, hier ist unser Bad. Meine Blase ist prächtig. Ich kann es für einige Tage zurückhalten. Bitte was? Ich muss meine Hände nicht waschen. Mhm. Alter, sein Ernst? Der kann einige Tage ohne zu pinkeln irgendwie durchhalten? Ich glaube nicht, dass das ein Mensch kann. Okay, ich starte Mrs. Goodwin einen Besuch ab. Ich hoffe, es geht ihr gut. Hallo, ich ziehe mich doch gerade erstmal an. Ich fuhr zu Mrs. Goodwin. Ich hasste mich selbst. Aber vielleicht, wenn ich mit ihr rede. Vielleicht würde ich Frieden in mir finden. Oh. Hallo, irgendjemand da? Ich möchte zu Mrs. Goodwin. Was für ein Service. Oh, streichelt er eine Katze? Hat er eine Katze auf dem Schoß? Wie geht es? Okay, passen Sie auf sich auf. Guten Tag, Madam. Die hassen uns hier alle. Können wir einfach den Fernseher ausmachen? Was ist das hier? Kann ich bitte hier durch? Unmöglich, er schläft wie ein Stein. Ich muss da auch nicht durch, ist doch alles cool. Können wir hier einfach zu fremden Leuten ins Altenheim, ins Zimmer? Ich speichere. Aber gut, ich glaube, wir beginnen jetzt hier einen neuen Abschnitt, Leute, der dann wieder ein, ich sag mal, thematisch zusammenhängt, ne? Deswegen beende ich jetzt hier das Adventskalender-Türchen. Ist noch nicht ganz eine Stunde, aber das sollte hier erstmal zum Reinschnuppern reichen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist mal wieder was ganz, 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 ganz anderes tatsächlich, muss ich sagen. Aber es ist irgendwie auch interessant. So, es ist sehr linear. Ich frage mich, ob es dann hier noch Gegner gibt oder so. Oder ob das die ganze Zeit basiert auf dem, was wir hier haben. Ne? Ich hatte mal vor ewig langer Zeit so ein 2D-Horror-Schocker-Ding gespielt. Ich weiß bloß nicht mehr, wie das hieß. Ist das nicht auch irgendwie Catherine oder so? Ich bin mir nicht sicher. Oder so. Ja, ich weiß es nicht mehr, Leute. Sorry. Aber ja, nee, schön mal wieder sowas dabei zu haben. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch auch gefallen. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Adventskalendertürchen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.